Radovan Vujanović hat sich also eine ganze Menge vorgenommen für diese Saison. 10 Treffer, das ist mal eine Ansage. Allerdings für einen Stürmer ein auch durchaus realistisches Ziel. Mindestens zweistellig hat er übrigens auch schon bei seinen letzten Stationen in Magdeburg und Emden getroffen. Die Unterstützung der Hansa-Fans ist mal wieder riesig. Die Arena wieder gut gefüllt. Hansa in Blau-Weiß von rechts nach links mit dem Selbstbewusstsein von 4 Siegen im Rücken und einem munteren Start. Das ist Ziegenbein, der Neuzugang aus Wiesbaden. Auf Latay, der sieht Jenicke und schon steht 1:0 für Hansa. Tobias Jenicke, seine ersten beiden Treffer erzielt er im letzten Heimspiel gegen Koblenz. Latay mit Überblick und Jenicke mit überlegtem Abschluss. Hefele und Ahmad Çaybu zu spät. Wir sind immer noch in der Anfangsphase, keine 2 Minuten später. Das ist Latay. Mohamed Latay. Das hätte es schon fast sein können, das 2:0. Aber Darius Kamper im Gästetor verkürzt hier geschickt den Winkel. Trotz aller Euphorie hier in Rostock, das Wort Aufstieg ist für ihn absolut tabu. Für Hansa-Trainer Peter Vollmann ist das Ziel ein Platz im oberen Tabellendrittel. Und weiter geht's. Noch keine 10 Minuten gespielt. Schied verliert hier den Ball und dann geht's ganz schnell in die andere Richtung. Mit Leandro. Der lange Ball auf Nygaard. Und schon steht's 1:1. Marc Nygaard, erst vor dem letzten Spiel der Oberbayern gegen Erfurt verpflichtet. Da hat er gleich geknipst. Sebastian Pelzer, ungeschickt hier gegen Nygaard. Und am Ende tunnelt er den Torwart. Der Weltmeister von 1990, Klaus Augenthaler, der Ausgleich lässt ihn noch kalt. Die Gastgeber aber nicht geschockt, im Gegenteil, 2 Minuten später. Schied in der Mitte Vujanović und es bleibt beim 1:1. Eine Viertelstunde gespielt, Chancen im Minutentakt. Wieder Latay auf Vujanović. Leichte Unsicherheit bei Kamper bei diesem Flatterball. Die Münchner Vorstädter bisher noch mit keinem Auswärtspunkt, jetzt im Vorwärtsgang. Das ist der Torschütze, das ist Nygaard gegen Wiemann. Tuncic trifft den Ball hier nicht richtig, Ahmad Çaybu. Und die Führung für die Gäste. Abdenur Ahmad Çaybu, ebenfalls seit letzter Woche neu bei den Hachingern mit seinem ersten Saisontreffer im zweiten Spiel. Çaybu behält hier den Überblick. Aber trotzdem, Hansa macht wieder Druck mit Jenicke auf Latay. Das ist Ziegenbein. Brüsch wehrt ab. Vujanović. Andreas Brüsch wehrt den Ball hier ab und Vujanović aus dem Hintergrund. Latay verpasst hier. Tolle Atmosphäre in der Arena bei einem bisher höchst interessanten Spiel. Und es geht weiter so. Freistoß Hansa, wieder Latay. Nygaard diesmal hinten auf Wiemann. Nachschuss, Jenicke. Wieder nichts. Für meine Begriffe hier kein Handspiel von Nygaard. Der Arm ist angelegt. Und das sehen wir hier nochmal. Und Jenicke verzieht dann mit seinem rechten Fuß.
Und wir sind tatsächlich immer noch in der ersten Halbzeit. Ziegenbein. Das ist Pelzer. Latay. Und Getümmel im Strafraum. Und dann steht Latay richtig. 2:2. Mohamed Latay krönt hier seine starke Leistung bisher. Aber das Tor hätte eigentlich nicht zählen dürfen. Der Ball kommt hier wohl vom eigenen Mann, von den Rostockern. Das heißt, ein irregulärer Treffer. Latay im Abseits. Mit einem 2:2 Unentschieden geht's in die Halbzeitpause. Das macht Lust auf mehr hier in Rostock. Und die Hansa-Fans sollten mehr bekommen. So viel hier schon mal gesagt. Da ist das 3:2 für Hansa. Radovan Vujanović mit seinem dritten Saisontreffer. Setzt sich hier klasse durch im Duell gegen zwei Unterhachinger. Keine 4 Minuten später, Hansa weiter im Vorwärtsgang. Das ist Sebastian Pelzer. Und das ist das 4:2 für Hansa. Unglaublich. Riesenstimmung in der Arena. Aber am Ende ist es nicht Pelzer, sondern Torben Hoffmann mit einem klassischen Eigentor. Das Bild sagt wohl alles. Klaus Augenthaler, die Hoffnung auf den ersten Auswärtspunkt wohl dahin. Und das vor allem, weil Hansa weiter Druck macht. Die hatten hier noch lange nicht genug. Vujanović auf Schied. Und das 5:2. Hansa gelingt jetzt einfach alles gegen nun auch desolate Oberbayern. Auflösungserscheinung in der Abwehr der Hafen. Für den Torschützen ist dann Schluss, dafür Enrico Neitzel im Team. Und jetzt raten Sie mal, was passiert. Das ist Vujanović gegen zwei Unterhachinger, setzt er sich da durch. Jenicke und Neitzel steht goldrichtig, das 6:2 durch Enrico Neitzel. Nur 40 Sekunden nach seiner Einwechslung. Und eine Zugabe gibt es noch. Unterhaching jetzt hier mit der Einladung für den eingewechselten Albrecht. Ziegenbein. Und das sage und schreibe 7:2 für Hansa Rostock. Jetzt darf jeder mal Ziegenbein in seinem zweiten Spiel mit seinem ersten Treffer. Unglaublich 7:2 Endstand. Sowas hat man hier lange nicht gesehen. Mein Gott, also das ist Fußball. Das erlebt man nicht jedes Mal und ist einfach nur einmalig gewesen. Dann mit der Stimmung. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das hat man lange nicht mehr hier erlebt und ich freue mich einfach nur und genieße den Tag heute einfach. Die feierten am Ende hier die ganze Mannschaft mit den Fans. 7:2 gewinnt Hansa Rostock gegen Unterhaching. Damit zurück nach Hamburg.